Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen kleinen Ostergruß für Sie aufnehmen zu können. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie natürlich vor allem Gesundheit. Ich glaube, das ist in dieser schwierigen Zeit ja wirklich das Zentrale. Und außerdem, dass Sie so gut es geht, trotz allem die Zeit mit Ihrer Familie möglichst angenehm gestalten. Und dann möchte ich aber die Möglichkeit hier auch nochmal für einen Appell nutzen. Und zwar lassen Sie uns erstens dafür einsetzen, dass diejenigen, die wirklich einen richtig schweren Job gerade machen, also die Pflegekräfte, Verkäuferinnen und Verkäufer, dass die auch wirklich merken, wie wichtig sie sind. Und das merken Sie, indem Sie besser bezahlt werden. Die brauchen jetzt wirklich ab sofort 500 € mehr Lohn im Monat. Das muss drin sein. Denn wenn wir ehrlich sind, machen die nicht nur jetzt einen richtig schweren Job und halten den Laden am Laufen, sondern auch in Nicht-Krisenzeiten. Das heißt also, es ist eigentlich überfällig, dass jetzt entsprechend das auch mal wirklich belohnt wird. Zweitens, lassen Sie uns dafür einsetzen, dass alle, die hier leben, wirklich über eine vernünftige Wohnung verfügen, und zwar dauerhaft. Das heißt also, es ist sehr gut, dass Zwangsräumungen jetzt ausgesetzt sind. Das muss aber wirklich auch dauerhaft gelten. Genauso ist es wichtig, dass die Wohnungslosen, Obdachlosen und auch Geflüchteten in Sammelunterkünften, dass die jetzt wirklich eine vernünftige eigene Wohnung bekommen. Und zu guter Letzt lassen Sie uns auch über den Tellerrand hinausschauen, dass wirklich unwürdige Menschen, unwürdige Lager in der EU-Außengrenze, in Moria, in Griechenland, das muss jetzt wirklich aufgelöst werden. Es reicht nicht, wenn Deutschland irgendwie anbietet, 50 Kinder zu evakuieren. Das ganze Lager muss evakuiert werden. Wir dürfen die Menschen dort nicht zurücklassen. Berlin hat auch schon bereits angekündigt, dort mehr machen zu wollen. Da muss jetzt endlich der Weg freigemacht werden. Und da müssen wir uns gemeinsam für einsetzen. In diesem Sinne, denken Sie an sich, denken Sie aber auch an andere und lassen Sie uns gemeinsam diese Krise möglichst gut überwinden.